Tja, wir kehren der Stadt den Rücken. Any sign of them? No, nothing. Let's search the town again. Look at all those lights. They're pretty keen to find us, huh? We'd better steer clear of Heliodor until the heat dies down. All right, through the mangle grove and onto cobblestone. All right, my dude. Let us go. Diesmal in die andere Richtung. Oh, warte mal, was war? Ah, das ist wieder so ein Dingens. Die Frage ist, wo muss ich durch? Ah, da unten. Aber da gibt's bestimmt noch Items und so. Ne, vor allem hier. Ja, ja, siehst du? Da gibt's noch ein paar Items. Ein kleiner Pilz. Guckt euch die kleine Katze an. Ich sollte vielleicht ein Schwert ausrüsten, wenn ich doch schon den Move habe. Alter. Okay, Oh krass, ich kann das während dem Kampf switchen. Fähigkeiten, Flammenhieb. Und zwar die Säbelzahnkatze. Hoja! 15. GG. Oh, tollte rum. Ich will das Miezekätzchen nicht killen. Aber das macht am meisten Damage, das Teil. Von daher. So, Fähigkeiten, Flammenhieb. Und zwar den Pestpilz. Und tschüss. Sehr schön. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Alter, was haben wir denn mit diesem Let's Play mit den ganzen Namen? Mit den Songnamen und so, ne? Ich will so eine kleine Katze. Die sind mega süß. Oh, schon wieder. Oh. Die sind stark. Die sind stark. Obwohl, die Katze kann ich eigentlich zuschotten, ne? Ja, komm, machen wir das mal so. Der Pestpilz greift nicht mehr an. Scoop. Und tschüss. So kann ich noch ein bisschen Mana regenerieren. Scheiße, ich habe gar nichts mehr regeneriert, nur noch einen Hit gefressen, ne? Damn. Aber egal, wir sind eine Stufe hochgekommen. 2 Talentpunkte, okay. Und Eric ebenfalls auf Stufe 6. Sehr schön. Ey, krass, der hat uns... Der hat mir den fucking Daumen hochgezeigt. Cool. Oh, das ist ein kleiner Trevenant. Ein Stumpfpimpf. Okay, der Junge verreckt auf jeden Fall. Ja, der stirbt. Alter, Eric macht viel mehr Damage als Sephiroth. Another one bites the dust. Das wird mir jetzt sowas von nachrennen. Another one bites the dust. Ey. Okay, da vorne ist noch ein Item. Oh, fuck. Das war nicht so geschickt. Oh je, das sind viele Gegner. Okay, das dürfte reichen, um zu one-shotten. Ja.
Okay, vor allem kann ich dem Typen ja noch eigentlich ein Schild ausrüsten, oder nicht? Okay, kann ich gerade nicht, aber in Ordnung. Wie viel Damage habe ich denn gerade gemacht? 3? What the fuck? Der hält ja übel aus, Mann. Ha! Easy! Also. Bruder, du bekommst auf jeden Fall einen Topdeckel. Severin trägt schon zu viel. Wähle etwas aus, was in den Beutel gelegt werden soll. What? Ah. Ja, den Breithänger. Okay. Dann kann ich die Waffe aber nicht mehr wechseln, ne? Während Midfight. Aber das ist okay. Alter, der kann vielleicht bald 2 Messer tragen. Das wäre auch mega sick. So. Ich bin dran vorbeigerannt, leider. Ah, hier war das. Okay. Oh. Okay, nur so ein blödes Wollgras. Ich glaube, das lohnt sich nicht, die Sachen hier zu holen. Obwohl, das ist ja eigentlich alles, was es hier gibt, ne? Ha. Okay, schauen wir mal. Was ist aus der Blondine geworden? Die Blondine ist im Dorf geblieben. Hm. Okay. Wollgras, Gegengift, Kraut und Heilkraut am selben Strunk. Okay, da hoch komme ich nicht. No chance. Warte mal, hier lang? Ach komm! Nope, scheinbar komme ich da nicht hoch. Hat für mich so ausgesehen, als könnte ich da irgendwie... Nee, geht eh nicht. Gibt's hier nichts weiter? Okay. Okay, haben wir hier noch was? Oh, da ist noch was. Ich hoffe, dass man dieses blöde Wollgras für irgendeinen Scheiß verwenden kann, Mann. Ansonsten sind wir komplett umsonst hier runtergekommen. So, hier gibt's noch witziges Zeugs. Oh, da vorne sind fucking Säbelzahnkatzen. Oh my goodness. Okay, dafür muss ich definitiv noch ein bisschen trainieren. Dafür muss ich safe noch ein bisschen trainieren. Ich glaube, die sind ziemlich stark. Aber ich denke auch, da gibt's krasses Zeug zu holen, oder? So, den Kuddel ritzen wir mal auf. Oh, die Säbelzahnkatze. So, der Kuddel stirbt. Ich glaube, mit Level 7 gehe ich mal dahin. So, Flammenhieb. Scoop. Sehr schön. Was meint ihr, Leute? Soll ich mal auf die Insel? Ich glaube nämlich schon, dass es... Ich meine, guckt euch mal die Insel an. Da gibt es nur solche Säbelzahn-Dinger. Da muss es doch irgendwie was... Ich meine, es gibt... Doch, es gibt Funkeldinger. Und zwar geheime Sachen, die ich noch nicht habe. Die sind gefährlich. Ich glaube, dass man sie besiegen kann. Einen Stärkesamen. Sehr schön. Aber ich muss definitiv noch ein Level steigen.
sonst wird das zu knibbeli-knapp. Okay, den Bogenschützen kann ich nicht one-shotten. Die hier wiederum kann ich killen. Sehr schön. Die Abwehr steigt. Das heißt für mich Magie. Ja, zwei Runden lang. Unterstützung? Oh shit, noch einer? Okay, Moment. Dann mache ich das aber jetzt so. Bam. Der stirbt instant. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen noch mehr EP. Und der stirbt auch. Geil. Gut. 44 Erfahrung nur. Vorhin haben wir irgendwie 70 bekommen. Warum bekommen wir jetzt so wenig? Was gibt denn so viel Erfahrung? Waren es die Pestpilze oder die Dinger, wie die hießen? Weil die Kätzchen sind es offenbar nicht. Oh, die kriegt erstmal den Kopf aufgeschlitzt und tollt herum. Das ist doch schön. So. One-Shot. Boom. Ska. Ari hat recht, das ist deine Spezialität. Easy. An der Level dahin. Ja. Denke ich auch, aber... Ah! Ah! Fix hätte ich keine Angst, würde mich so eine süße Mieze verfolgen, Alter. Aber tun wir mal so. So. Okay, also der Baum hat safe Panik. Bro, der ist One-Shot. Ja, der auch. War es der Pestpilz und der Stumpfling? 24, nee. Schlummerblume. Die geben keine EP. Hä? Ich habe doch vorhin so viel EP bekommen. Warum? Warum bekomme ich jetzt kaum noch EP? Komisch. Echt komisch. Okay, ich greife mal nicht an. Vielleicht könnte ich noch healen. Ne, vielleicht kann ich ja... Ich heile mal den Eric. Falls wir kein Level hochkommen. Ja, ja. Ich regeneriere. Ja, oh mein goodness. Okay. Gut, mit Sefi bin ich ein bisschen angeknackst, aber der heilt ja sowieso. Okay, komm, scheiß drauf. Wir gehen jetzt einen fucking Säbelzahntiger vernichten. So, Säbelzahnkatze erscheint. Okay, er ist alleine. Das ist ganz gut für mich. Okay. Aber ich glaube, der macht nur guten Damage, aber ansonsten macht er nicht viel scheinbar. 14 Damage, das ist schon heftig. Ja, der ist ja nichts, der Junge. Der ist ja nix. Oh, okay, das war 3 Damage, das war viel zu wenig, aber hey. Er macht viel Damage und er frisst wenig, ne? Aber er gibt 25 Erfahrungspunkte, der Junge. Das ist schon... Oh yeah. Das ist schon eine Zahl, ne? Ein Tierknochen. Okay, jetzt mit Level 7 können wir die locker auseinandernehmen. Die sind immer alleine. Dass die alleine sind, macht die mega schwach. Ich meine, macht immer noch 14 Damage, aber ist halt nicht annähernd stark. Ist halt nichts, ne? 2 davon würden 50 bringen. Oh.
Feuerstein. Ey, da haben wir ihn wieder. Und Kupfererz. Zweimal. Gut, 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 gut. Sehr schön. Also die Insel hat sich gelohnt. Da waren starke Bestien, aber auch ein bisschen EP und vor allem gute Items. So, jetzt haben wir da noch einen Tiger. Oh, fuck. War zu spät. Ja, schade, dass der immer alleine ist, Mann. Zu zweit hätte ich tatsächlich Angst vor dem. Warum kriegt der jetzt den Übel-Move? Crazy. Who else wants some? Okay, ist er jetzt immer noch in dem Modus drin? So, die stehen nebeneinander. Können die jetzt zu zweit kommen? Nee, der ist wieder alleine. Goddammit. Ist er jetzt immer noch... Er ist immer noch in diesem Modus. Okay. Normalerweise macht er 8. Jetzt macht er 12. Also eineinhalb Mal so viel. Okay, will ich das... Sind die jetzt immer noch in diesem Modus drin? Starke Arznei. Ach komm, wir gehen weiter. Wir werden sehen, ob die noch im Modus sind. Und kann man das irgendwie abschätzen, wann die in diesen Modus verfallen? Oder ist es komplett random? Weil bei Bosskämpfen kann man das ja dann überhaupt nicht kalkulieren. Aber okay. Wir gehen weiter. Wo ist eigentlich mein Pferd? Das Pferd haben wir auch schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, ne? So, in diesem blöden Wald gibt es offenbar böse Geister oder böse Monster. Jetzt bin ich gespannt. Wenn der Boss kommt, sklapp, instant den Master Move auf den Nacken. Der Malmorwald. Hier pisst sogar. Hallöchen, Meister. Oh, der verkauft noch Shit. Boomerang. Soll ich ein Kupferschwert holen? Macht halt viel mehr Damage, ne? Das sind 5 Damage mehr. Okay, Leute, ihr dürft nicht spoilern. Bekommt man irgendwo noch ein Kupferschwert? Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man kein Kupferschwert bekommt. Jetzt mal ernsthaft. Boomerang. Bronzemesser. Lohnt sich irgendwie alles nicht, ne? Ha. Kleine Schuppe, frisches Wasser. Ich glaube, man bekommt immer ein Bronzeschwert. Kann auch nicht sein, dass man mit dem Anfangsschwert hier gegen den zweiten Boss antreten muss. Was blubbert da? Es sind Flüssigschleime. Okay, direkt hier ist etwas zu holen. Oh, das ist wieder dieser Wind. Hä, wo ist hier was zu holen? Okay, weißt du was? Wir greifen einfach mal den an. Okay, wir sind immer noch in diesem Modus. Wie lange dauert der Modus? Okay, der macht nur 13 Damage. Bleibt der Modus so lange, bis wir ihn entfachen? Oder geht er irgendwie weg? Oder. Oh! Oh Gott, da ist wieder die kleine Kitty Cat, ey.
So, hier war... Oh mein Gott. Oh, da ist ein Schleim. Auf den habe ich keinen Bock. Oh mein... Oh nein. Okay. Blasenschleime. Oh, die können vergiften. Oh Gott. Okay, kann ich den one-shotten? Nope. Die haben 20 Leben. Tja, schade. Und tschüss. Wenn die Aura rechts unten um den Charakter anfangen zu blinken, hört es in der nächsten Runde auf. Oh, okay. Gott, jetzt bin ich sogar noch gepoisoned, ey. Wie lange bin ich jetzt gepoisoned? So, da vorne gibt's was. Oh, da unten war so ein kleiner Bub. Hier oben gibt es bestimmt noch eine Truhe. Alter, wann hört der Junge auf, vergiftet zu sein, bitte? Kann ich Level weiterkommen und dann... Oh, letzte Runde hat's aufgehört. Scheiße. Kann ich irgendwas tun alleine? Weil jetzt kann ich ja keine Koop-Fähigkeit mehr einsetzen. Jetzt mache ich einfach ein bisschen mehr Damage, oder? Oh, shit. Das war ein Crit. Who else wants some? Heilkraut, Lil. Ja gut, ich glaube, ich muss mich mal heilen. Okay, war hier oben? Doch, hier oben war was. Ah, Wegwurz war da oben, okay. Krass, wird jetzt das Gift bis in alle Ewigkeiten da rumpimmeln? Okay, ich probiere das mal aus mit dem Level. Oh. Oh, Mini-Medaille, sehr schön. Ich probiere das mal aus mit dem Level. Mal schauen, ob das Gift irgendwie aufhört, wenn wir Level up sind oder nicht. Oder wie das dann sein wird. So, hier haben wir alles geholt. Oh. Ein Knutscher, ein Schmoller. Okay. Wenigstens heilt mich die Fähigkeit ein bisschen. Okay, zwei normale Angriffe reichen. Ja, und die geben auch kaum EP, Alter. Warte mal, ich komme von Norden. Das heißt, ich muss... hier ist direkt was. Ein Gegengiftkraut. Was ist denn... Oh, fuck. Warum ist der kleine... Warum ist der kleine Geist da? Der kleine Geist ist da, wo Sachen zu
bekommen gibt, ne? Oh, was? Eine fucking Kuh? Eine Kuh, die übers Wetter spricht. Okay. Alles klar. So, hier oben haben wir noch eine riesige Truhe. Alter. Die Schatztruhe ist leer? Oh, wow. Okay. Richtige Verarsche. Oh mein Gott, da unten ist der fucking Zyklop. Kann man den besiegen? Alter, da unten sind ja die richtigen Bestien, ey. Holy moly. Look at that. A campsite. And just when we needed one. Still a fair way to Cobblestone. Let's re- Wir wollten doch zuerst zu diesem Ding. Damit wir die Kugel holen, oder nicht? I still can't get over old Dirk. He didn't just go straight, married, shop in the best part of town. He went straighter than straight. Just like we used to be thick as thieves. Literally. We'd travel the world, always on the hunt for loot. Ah, those were the days. Oh, speaking of which, I just thought of something we acquired back then that might come in handy. Yeah, I've decided. I'm giving it to you. You'll love it. We sure did when we got our hands on it. Behold, the Fun-Size Forge. Pop a few raw materials Alles on top, klar. Bash them with the Porter Pounder and Bob's your uncle. New equipment. Wir bekommen tatsächlich den Fusionskessel. And I'm not just talking steel swords and the like. Wooden boomerangs, a natty new jerkin. Yeah. You name it, this thing can make it. Sweating over a hot forge was never exactly my style. But I have a feeling you'll get more use out of it than I. You can't just go smashing stuff together willy-nilly, though. You'll need the recipe for the piece of equipment you want to make. Here's a little something to get you started. You should strike while the iron's hot. Ein neues Schwert. Ein Kupferschwert. Bronzeschwert! Ich wusste es! Ich wusste es, dass ich das nicht einfach kaufen muss. There are recipes hidden all over the place. Treasure chests and bookshelves are always a good bet. Keep an eye out and you're sure to find some beauties. Warum war die große Truhe leer? Ist die immer leer oder war das jetzt einfach bei mir so? So, paar Materialien. Mit der pfiffigen Schmiede kannst du anhand von Anleitungen verschiedenste Ausrüstungsteile herstellen. Die Anleitungen verraten dir, welche den neuen Abenteuer gesammelten Materialien du jeweilig benötigst. Neue Anleitungen und nötige Materialien kannst du auch Siege über Monster erbeuten und an Funkelflächen aufstöbern. So. Schwerter. Ein Bronzeschwert hätte ich gerne. Mit Kupfererz und Feuerstein. Machen wir. Easy peasy lemon squeezy. Wähle Schmieden, um deine Materialien in richtigen Formen zu bringen. Fertigstellen, Vorgang abschließen, bearbeite eins. Fülle im blauen Balken daneben auf. Versuche dafür zu sorgen, dass sich die Enden der aller Balken im grünen Bereich befinden. Weitere Informationen und Reisetipps. Begutachten, Finessen, Schmieden, bearbeite ein Fell mit normaler Stärke, besondere beim Stufenaufstieg Schmiedefähigkeiten. Sieh dir den Gegenstand an, den du gerade machst,
fertigstellen. Grad. Gelungen. Ein Bronzeschwert plus 1 erhält 2 Perfektionsperlen. Für jedes erfolgreich geschmiedete Stück Perfektionsperlen, die erlauben, den Gegenstand umzuarbeiten, um ihn weiter zu verbessern. Das Beste daran, du musst dir nicht den Kopf zerbrechen, dass dein hart erarbeitetes Werk ruiniert werden könnte, selbst wenn dein Umarbeitungsgang misslingt, verlierst du den Gegenstand nicht. Falls du Erfolg hast, wirst du ein ganz besonderes Stück belohnt. What? Zubehör schmieden. Umarbeiten. Du hast nicht genug Perfektionsperlen. Ah, ich brauche 3. Okay. Verstehe. Messer. Göttlicher Dolch. Ja, machen wir, oder? Wir haben ja genug davon.